Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Wir kommen jetzt gerade von einer längeren Höhlentour. Und da hinten sind die Kollegen schon wieder. So geil, hier kommt die nächste Gruppe. Hier ist eine Menge los, wie ihr seht. Und ich würde jetzt nach Hause gehen. Und da eigentlich gehen ist auch völlig übertrieben. Ich bin ja nur am Rennen. Aber irgendwie macht es auch Bock zu rennen in dem Game. Und ich nehme hier natürlich nochmal Alkohol mit. Leider sind wir voll, ne? Genau. Und ich wollte aber auf dem Rückweg nochmal 1, 2 Sprengstellen mitnehmen. Wie wir so spontan einfallen. Naja, gut. Das ist am besten. Und zwar müsste hier oben im Waldstück müsste eine Sprengstelle sein, denn ich hatte ja schon von der Pistole erzählt, die es hier gibt. Und man muss, glaube ich, 8 Sprengstellen auf der Insel finden, die wiederum markiert sind. Durch die Schatzfotos, die man ja in den Höhlen auch bekommt. So kann man die hier finden. Da ich das aber ja alles schon gespielt habe, weiß ich grob, wo die sind. Und manche Fotos finde ich auch nicht ganz so hilfreich, um da wirklich die perfekte Stelle zu finden, Leute. Irgendwo hier muss eine sein. Da ist er doch schon, Leute. Guckt euch das an. Auf geht's. Und schnell weg. Okay. Huch. So. Sehr geil. Da müssten wir jetzt im Inventar. Wo ist denn das? Ja, ne? Altes Pistolenteil 4 von 8. Also das 4. Stück von 8. Und da fehlen uns jetzt noch ein paar. Aber die werden wir uns so Stück für Stück ranholen, die Jungs. Halt, stopp. Du kommst mit. Denn ich baue mir doch auch immer gerne ein paar Energiemixer. Ballert ihr mal einen rein? Genau. Achso, jetzt bist du schon voll, aber dann kannst du doch bestimmt noch. Genau. Sehr schön. So, hier sind wir auch schon mal gewesen, um Pfeile zu holen. Mit denen bin ich allerdings voll. Hatte ich schon hier die Flare Guns geholt? Muss ich nochmal ganz kurz lunsen. Pfeile, Geld. Cash in the Tash. Ja, ich glaube, die Flare Guns habe ich schon geholt, so wie es aussieht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Heimweg finde, Leute. Was ist denn das? Wollen wir für zu Hause nochmal ein Reh mitnehmen? Ums. So, da ist das Camp. Ich muss doch irgendwie hier rein. Ich glaube, ich habe gerade ein Baby gehört. Hat schon wieder irgendwo geschmatzt, Freunde.
Ja, ich hör's. Bin ja schon wieder irgendwo. Und die sind auch schon wieder in Richtung meiner Base unterwegs, die Jungs und Mädels. Aber die sollen mal kommen, denn ich brauche doch sowieso noch einen Babykorb. Für meine Familienwand. Da hinten ist die Base, Leute. Geil. Sind schon wieder irgendwelche Leute gewesen. Die Fallen sind alle schon wieder umgehauen. Aber ich erinnere mich auch, dass ich ja losgegangen bin und hier Armsi und Co. waren, ne? Der da hinten noch drinnen? Nee, der ist weg. Ich mich ausgeloggt? Nee, eigentlich nie. Geil. So, sehr geil. Dann haben wir jetzt hier auch wieder Friesen. Wunderbar, Leute. Und dann können wir uns jetzt den Verteidigungsanlagen weiter widmen. Freue ich mich natürlich auch drauf jetzt, nach so einer kleinen Tour. Freut man sich dann auch wieder zu Hause zu sein. Bums. Und ich wollte ja vor allen Dingen mal den hier fertig bauen. Nimm mal Platz, mal kurzen Moment, mal kurz chillen. Ich bin ja nur am Rennen mit ihm, ne? Bums. Okidoki. Jo. Bist du alleine? Oh, hier ist, wir müssen mal wieder reparieren, Leute. Ist die gleich runtergeknallt, die Frau. Ja. Okay, was ist hier schon wieder passiert? Fragen wir uns hier? Schweinerei, ey. Ist alles okay? Hier kannst du Steine ranbauen. Und bei euch ist alles okay hier? Sieht so aus. Okay, Leute, wo waren wir hier stehen geblieben? Stöcke, habe ich gesagt, genau. Und Stämmis. Heißt, wir hacken mal wieder eine Runde. Und ich höre sie schon wieder atmen. Moin. Hallöchen. Oh, da ist so ein Fackelwerfer am Schlüssel. Den müssen wir mal gleich erledigen. Oh. Ja, den müssen wir erledigen. Scheiße, ich weiß nicht, warum ich lache. Aber ich glaube, die waren beeindruckt, weil ich den Häuptling erledigt habe, Leute. Ganz klar auf Fall. Okay, es geht wieder weiter. Beziehungsweise lass das mal. Bist denn du? Atmet einer ganz schwer.
ist gruselig. Seht ihr den? Der in der Base? Wo hier? Alter, wo ist der? Oh. Ah. Hey, und die freien die natürlich. Oh Gott, es geht hier los. Oh Gott. Nein. Hier wird nicht... Hier knallt schon wieder... Wie ist denn der hier reingekommen? Freunde. Wie bist du hier reingekommen? Alter. Jetzt mal ohne Witz. Also ich bin mir wirklich noch nicht ganz so sicher, ob mir das gefällt mit dem, wie die Sachen zerstören. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Weil du wirklich wegen jedem Shit gucken musst und vor allem in der, die Masse, also die Größe meiner Einrichtung vor allen Dingen. Das ist so ein bisschen das Problem. Hier noch einen Überblick zu behalten. Okay, hier war ein Pfeil. Bin ich mir unsicher. Also ich merke immer mehr, warum ich das immer ausgestellt habe. Ich habe ihn hier oder dagegen gekloppt. Scheiße. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Hier hat er doch gehauen, ne? Genau. Hier auch. Ja. Ist alles ready. Okay. Peter? Aber das Geile war, habt ihr das gesehen, wie die den befreit haben jetzt? Irgendwann können die das nämlich nicht mehr, weil ich dann hier zugemacht habe. Ich hab mich nur wieder hier reingekommen ist, Leute. Das war jetzt ein bisschen verwirrend für mich. Bin ich auch ehrlich. Eine Menge los jetzt hier. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wenn ich jetzt ein paar Tage unterwegs bin, jetzt hier nicht sofort wieder unterwegs sind, aber es scheint nicht so zu sein, wie ich mir das denke. Frisch, essbar, tragen. Perfekt. Oh Gott. Jo, moin. Hä? Ach, durch die Falle, oder? Ach, geil. Aha, ich hau mich so weg. Leute. Geht das ab hier? Ich nice. So, den Kopf von ihr habe ich ja schon. Okay, das wusste ich nicht. Dass die Schlingfalle bei der auch Schaden macht. War eigentlich... Für Babys. Wo sind die? Hier irgendwo. Müssen die Babys down machen, Leute. Kenne ich kein Pardon. Hier, wo seid ihr, Freunde?
Okay, ich warte bis. Oh, okay. Ja, cool. Wo genau? Sehe die halt immer, nee, ne? Da ist schon wieder einer. Die mich eigentlich komplett trollen. Oh mein Gott, Leute. Das wird ja richtig übel hier. Scheiße. Da ist ein Baby. Schnell. Oh Gott, sogar noch im Flug hast du das erwischt. Ja, Leute. Okay. Die hat's geschafft. Scheiße, ist hier viel los. Okay, du könntest natürlich auch nochmal. Nee, du hast keinen Stock. Alter Schwede. Ich glaube, ich komme ja nicht zum Bauen heute, ne? Muss unbedingt diesen Fallenring fertig bauen, Leute. Nützt nichts. Nützt einfach nichts. Wir müssen das fertig kriegen. Bräuchte noch einen Baum. Wie schick das? Wie ist der in mein Haus reingekommen? Wahrscheinlich da unten am See, ne? Wo ich ja eh schon die ganze Zeit gesagt habe, dass da ein bisschen Lücke herrscht. So, einmal bitte. Genau. Die nächsten Leute, die nächsten sind wieder auf Tour. Überall liegen die Leichen hier rum. Komm du mal her, Alter. So, du daran. Dann haben wir jetzt Baumstämme. Ach so, das ist das Dach noch, ne? Genau. Ist klar. Dann würde ich jetzt hier mal versuchen, das mal fertig zu bauen. Muss einfach sein. Scheiße. Warte, geht so ab hier. Die holen jetzt in einer Tour Verstärkung, Leute. Okay, ich gehe mal lieber pennen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt pennen kann, ne? Dürfen wir auch nie vergessen. Reicht das? Nee, leider immer noch nie. Sag mal, war hier gerade in. Ja! Hey. Wie ist das passiert, Leute? Ich habe überhaupt keinen Überblick darüber. Hier! Oh Gott, die Foundation auch noch. Oh mein Gott. Ist das jetzt der eine gewesen, der hier drinne war? Hat halt gegen meine Foundation gedotzt. Oh. Das ist ungeil.
Okay, ich guck mal, ob ich pennen kann. Speicher aber. Scheiße. Okay, iss und trink. Okay. Mein Problem ist, dass ich jetzt mit so einem riesen Angriff rechne, Leute. Jetzt hier gleich richtig abgehen. Deswegen versuche ich mich mal im Moment mal ein bisschen leise zu verhalten. Du könntest ja mal die ganzen Leichen hier reinholen. Weil so viel ich weiß, werden die Kannibalen ja auch von den Leichen angezogen. Und manchmal, wenn die so in Gruppen unterwegs sind und du eine von der Gruppe oder einen von der Gruppe erwischst, essen die sich auch gegenseitig auf. So richtig eklig. Alter, sind das viele Leute. Ich höre draußen noch ein Baby. Oh, der dotzt gegen mir. Oh, der dotzt gegen meine Mauer. Und jetzt ist er gestorben. Was ist denn los heute? Nicht unheimlich. Scheiße. Ich kann nicht pennen, Leute. Aber schön, guckt mal. Kommt das richtig geil zur Geltung hier. Klatsch. Scheiß Baby. Das Problem ist, wenn ich jetzt da rausgehe, dann werden die jetzt gleich wieder angeschissen kommen. Ich weiß es doch. Gott, habe ich mich vor der Leiche erschrocken. Scheiße. Gehe ich doch raus. Viel zu wenig Licht hier, Leute. Willst du vielleicht hier gleich mal so eine Lampe hinstellen? Stark brauchst du. Okay. Wir müssen mal ganz kurz im Dunkeln hier rumpirschen. Zumindest so lange, bis ich pennen kann. Genau, machen wir ein bisschen Licht an hier. Jetzt guckst du nochmal, ob du pennen kannst. Wäre halt richtig geil. Krieg ich nämlich so ein, zwei Feinde wieder weggeschlafen, Leute. Ah, verdammt. Shit. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Hat er gerade einen Tod im hingesetzt. Alter, genau in der Sekunde, wo ich hier reingerannt bin. Jetzt gehen die ins Wasser. So. Ja gut, was soll ich euch sagen, Leute? Ja. Ganz, es wirkten jetzt erstmal sehr organisiert durch ihren Totenbau.
Aber dann kam das. Und dann fragt man sich natürlich, was soll das? Liebe Eingeborenen. Aber ich bin froh, dass ich denen jetzt in die Arme gelaufen bin. Die kamen nämlich wirklich genau gerade in der Sekunde, wo ich hier rein bin, ne? Aber die lauern jetzt mir hier richtig auf. Leute, wir können endlich pennen. Ciao. Gott, ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut wie jetzt. Ringen. Claire. Auf geht's, Leute. Wir trauen uns wieder raus. Frage ist, sind die Babys noch da? Zwei Steine noch. Die Totem kommt weg. Bums. Und dann musst du, ich meine, du könntest natürlich auch, einfach nur, weil du so viele Knochen hast, könntest du natürlich jetzt auch mal hier so einen Knochenzaun hinballern. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Ah ja. Moin. Guten Morgen. Okay. So. Ich lock die jetzt mal von der Base weg. Warum habe ich das Knochenzeichen jetzt? Okay, irgendwas stimmt gerade nie, Leute. Oh Gott. Oh, geil. Ja, den wegkloppt. Ja, geil. Hau ihn weg. Das Schwein. Gerade auch nur die Billo-Pfeile, ne? Moin. Genau. Gibt's Gerenne wieder los, Leute? Fällt dich daneben. Warum habe ich jetzt überall dieses Knochenzeichen? Ich habe schon wieder einen Bug, Leute. Großartig. So. Okay, jetzt ist mir gerade ein bisschen zu viel Action, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ich halt echt gar keinen Überblick und jedes Mal, wenn ich irgendwas machen will, kommt irgendjemand. So, Steine bin ich fertig. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal, beziehungsweise du könntest auch mal kurz hier den Brenner machen. Perfekt. Alter, der Busch brennt jetzt noch. Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich erschrecke mich heute vor Sachen, die eigentlich nie gruselig sind, aber mich gerade so durcheinander, Feder? Durcheinander machen. Echt. So, jetzt mal ein bisschen Beruhigung. Wobei ich eigentlich schon die ganze Zeit damit rechne, dass die Gruppe, die gerade da war, gleich wieder am Start ist. Schädel, bist du voll? Natürlich schade. Genau, setz die mal hier hin. Hast du alle? Dann gehst du mal kurz rein. Und holst dir von drin noch mal ein paar. Hier sind, die sind wieder da. Okay, das ist natürlich richtig geil gebaut. Kannst du nichts sagen, ne? Da kannst du wirklich nichts sagen. Die Frage ist,
strickst die jetzt mal ein bisschen aus. Und baller jetzt hier auch nochmal eins hin. Und dann hätten wir die Seite wahrscheinlich zu. Allerdings kommen natürlich jetzt hier überall noch die Knochenzäune hin. Habe ich mich jetzt spontan dazu entschieden. Sie einfach hinzuballern. Weil dann können die nämlich zumindest schon mal hier nicht rüber springen. Klappt auch nicht immer, aber meistens. Okay. Macht das schon mal fertig jetzt? Ja. Ems. Okay, hier hast du mal mit Stöcken das gemacht. Ist aber auch nicht schlimm. Okidoki. Dann müssten wir jetzt natürlich hier weitermachen, ne? Mit Alifalsken. Hier ist ein Tor. Nee, hier haben sie mir mal die Mauer weggeknallt. Stimmt. Habe ich natürlich vergessen. Okay, Leute. Lol. Vor allem, wie chillig der da ankommt. Es ist wirklich sauber. Okay, ich muss den jetzt machen. Geil doch. Und die nächste Leiche. Ach Gott, ich lieb's auch. Meckert zwar immer, ich bin immer so ein kleiner Meckerer zwischendurch, aber ich meine das gar nicht so böse. Sondern es ist auch so meine Art, mit Stress umzugehen, glaube ich. Kann's auch nie ändern, Leute. So, hier bitte die Billigfallen hin. Billig, weil die am wenigsten Material brauchen, aber super effektiv sind. Kannst du nichts sagen. Dann nochmal hier. Genau. Kommt der nächste? Hören schon? Wo? So, der nächste bitte. Und ihr seht, das ist die Gruppe, ne, die gerade da war. Und jetzt alle wieder am Schlüssel. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich setze jetzt hier mal noch so eine Falle hin. Du musst jetzt langsam mal so ein bisschen schräg bauen, damit wir hier... Genau, perfekt. Kannst du von mir aus die Hölzer hier reinballern? Sehr geil. Und ich würde für heute die Folge beenden, Freunde. Aber ich lasse es mir nie nehmen, meine Beute noch auf den Grill zu legen. Okay, Freunde. Ein bisschen chaotisch heute, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil hier aber wirklich einer nach dem nächsten kam. Aber genau so läuft jetzt Forest. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es richtig unangenehm wird. Gebäudeschaden. Ja, da habe ich mir natürlich wieder eine Aufgabe zugetragen. Bin natürlich davon gar nicht begeistert. Muss ich nicht drüber reden. Was natürlich hauptsächlich daran liegt, dass man in dem Baumaß, wie ich hier baue, es super weh tut, wenn dir die Gebäude zerknallt werden, weil du ja stundenlang den Shit hier aufbaust und dann kommen zwei Gruppen und dann knallen die dir alles weg. Ich gucke aber mal, wie es ist, wenn ich den Fallenring fertig habe. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe. Und dann ist es für mich angenehmer, wenn die mir die Fallen wegknallen. Weil die sind eigentlich relativ schnell aufgebaut, Freunde.
Ich habe trotzdem eine Menge Spaß gehabt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald, Leute. Macht's gut. Tschüss.